Zuerst kam ich nach Sokol, ist hier Sokol, ne? Dann Wologda, dann Schreppowitz und dann Rybovo, aber Rybovo ist nicht mehr drauf. Und dann unten war ich in Schachti. Weiter oben, Opa. Weiter oben? Da. Hier. Ah ja, hier Schachti. Von dort bin ich entlassen worden. Nach Hause. Wie empfindest du das heute, wenn deine Enkeltochter mit dem Motorrad durch Russland fährt? Risikoreichen Mut bringst du auf, nicht? Also ein Mut, der risikoreich ist. Opas Geschichten haben mich echt inspiriert. Ich verband die Orte, in denen er vor 70 Jahren in russischer Gefangenschaft war, mit ein paar Einladungen. Fertig war die Reiseroute. In 11 Wochen führte sie mich knapp 18.000 Kilometer durch 6 Länder bis ins russische Asien. Alles verlief problemlos, aber so ganz alleine durch Russland, das war dann doch vollkommen unmöglich. Ob ich mit meiner treuen, eisernen Lady nun einfach als Reisende auftauchte oder bei der Recherche der eigenen Familiengeschichte. Überall kamen mir freundliche, hilfsbereite, großzügige, mich willkommen heißende und einfach wunderschöne Menschen entgegen. Ganz zu schweigen von der atemberaubenden Vielfalt, die auch in der Landschaft und Kultur steckt. Ich durfte lernen, dass es einen großen Unterschied macht, wenn ich nicht reise, um auszusteigen, sondern um einzusteigen. Mit Offenheit, Neugier und in Dankbarkeit. Im eigenen Rhythmus, jeden Tag, ein Moment nach dem anderen. Wir leben wahrhaftig in einer fantastischen Welt voller Wunder. Und sie hat sich mir ein Stückchen mehr mitgeteilt. Nun möchte ich die Geschenke einfach zurückteilen. Ja, aber etwas. So.